Lampe leuchtet, Pegel pegelt, Schatten ist da. Jetzt gucken wir mal noch, ob unser Stuhl knarrt. Na bitte, ich sage mal eins, dieser Stuhl wird nicht geölt, denn wir knarren gegen Putin. So, Freunde, habt ihr mitbekommen? Oh, jetzt geht's los. Ukraine, Riesengegenoffensive, 6000 Quadratkilometer zurückerobert. Gut, das ist meistens so, da ist nichts, ja, Fläche und so, einfach Fläche, ja, da ist so Fläche. Aber ist egal, es geht voran, ja, der Linksstaat schlägt zurück. Die Demokratie zeigt ihr wahres Gesicht, ja. Und jetzt kommen so verunstimmende Meldungen, über die ich aber nur auf YouTube berichten kann. Und da wir ja hier auf YouTube sind, mache ich das nicht. Ja, geht um das Verhalten der ukrainischen Soldaten den zurückeroberten Gebieten und den Menschen dort gegenüber. Aber egal, mache ich auf YouTube. Ja, ansonsten der Olaf Scholz, ja, der hat nämlich diese schöne rote Uhr geschenkt. Danke dafür. Der hat gesagt, also wir haben hier Demonstrationsfreiheit, man kann machen, was man will, man kann sagen, was man will, aber wer mit Querdenkern und Rechten zusammen marschiert, da muss der Staat die volle Härte zeigen, so sinngemäß. Und damit hat er ja auch recht, er hat ja auch recht. Es gibt eine Studie, unter anderem von der Harvard, ihr wisst, Harvard International, ja, Wissenschaftler. Und diese Studie, da geht es um die Spritzung und um die Gefahr Spritzung im Vergleich zu der Erkältung, der Grippe, dieses Virus. Also man hat so mal verglichen. Und das Ergebnis dieser Studie erfahrt ihr auf YouTube, kann ich hier auf YouTube nicht machen. Obwohl YouTube die zensurfreiste Plattform der Welt ist. So, es geht natürlich noch weiter. Annalena Baerbock hat im Bundestag unlängst, ja, BRD mit Afrika verglichen, hat gesagt, jetzt regt euch mal nicht auf hier mit den Strompreisen. Andere Länder wären froh, wenn sie überhaupt Strom hätten, ja. Ha! So, ja, hier immer so. Böse Zungen sagen, ja, das ist ja auch richtig, ja, aber wir zahlen doch hier Steuern. Übrigens bis zu 70%, wenn man alles zusammenrechnet. Nämlich Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Sektsteuer, Tabaksteuer, Benzinsteuer, CO2-Steuer, Ökosteuer, EEG-Umlage. Gut, die pausiert gerade, aber die holen wir dann nach. Erbschaftssteuer, Versicherungssteuer, Steuersteuer, ja, so. Wir zahlen doch hier Steuern. Was ist mit Afrika? Was interessiert mich? Nein. Jetzt seid doch, lasst doch mal bitte jetzt hier die Kirche im Dorf, ja. Hört auf zu meckern, guckt nach Afrika, ja. Wir zahlen gerne mehr Energiekosten. Böse Zungen sagen, ja, aber wenn ich im Monat nur 1200 Euro netto habe, netto, und davon muss ich Miete, Strom, Telefon, Versicherungen und irgendwie auch was zu essen kaufen. Und das Essen kostet heute, Fakt, 25% mehr als noch vor einem Jahr. Und der Strom kostet morgen, Fakt, mindestens 300, 400, 500, 1000% mehr als noch vor einem Jahr. Und das Gleiche gilt für Gas und damit, was alles da dranhängt, tut Benzin und so weiter und so fort. Wie soll ich das machen? So, ganz einfach. Denk an Afrika. Ja, also das regt mich schon wieder auf, ja. Dieser Egoismus, der sich hier in diesem Land breit gemacht hat. Egoismus. Regt mich auf, Freunde. So, mein Knopf ist offen. Das sieht nicht gut aus. Es regt mich auf, Freunde. Seid nicht so egoistisch. Gut, das betrifft natürlich meine Zuschauer nicht, ihr seid ja linke, schlingstaatlich und zivilcouragelich, aber die da draußen, diese ganzen Rechtsstaatlichen, ja, vor allen Dingen die von der AfD, ganz schlimm, ja. Aber egal, ich reg mich jetzt nicht auf, ich schwelge auch nicht in der Vergangenheit. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Nachrichtenüberblick. Zuvorderst möchte ich aber Danke sagen an Hans-Ewald Palgen, vielen, vielen lieben Dank. Und an Angela Rottloff, ich danke dir, danke, danke, danke. Und Robert Pflanz, du seist nicht vergessen. So, es geht weiter. Hier, Aserbaidschan greift auf breiter Front das Nachbarland Armenien an. Was hat das mit uns zu tun? Nun, wir und die gesamte EU beziehen Gas aus Aserbaidschan. EU-Kommissionschefin von der Leyen, gute Frau, bezeichnet das muslimische Land, das immer wieder seinen christlichen Nachbarn attackiert, jüngst als verlässlichen EU-Partner. Ist ja auch so. Dieses Land wird doch nun auch hoffentlich boykottiert. Liefern wir nun auch schwere Waffen nach Armenien oder wird hier mit anderen Maßstäben gemessen? So, Freunde, das eine ist das eine, ja, Armenien, das andere ist das andere, Ukraine. Das eine ist das eine, Aserbaidschan und das andere ist das andere, Russland. Merken. Kann doch nicht so schwer sein. Großes Taxisterben in Berlin. Also die Taxis leben noch, ja. Und die Fahrer leben auch noch. Aber das ist halt hier Berliner Zeitung. Das ist künstlerische Freiheit. Also die Taxis leben noch, ja. Die jubeln, guten Morgen, was macht denn mein Sechszylinder und so weiter. Ja, und die Taxifahrer leben auch noch. Aber hier, der Chef der Taxi-Innung schlägt Alarm. Die Branche schwindet dahin. Eine Preiserhöhung könnte für Linderung sorgen, aber
Der Antrag schmort seit 2021 im Senat. Freunde, der Senat hat hier nun wirklich Besseres zu tun. Ja, also viel Besseres. Da muss gegendert werden. Ja, zum Beispiel, da muss man sich Gedanken machen, wo man den Grunewald abholzt, um endlich Windmühlen hinzustellen. Ja, die dann Fledermäuse, Vögel, Greifvögel und Insekten malen können. Ja, so. Alter, die können sich um die Taxen kümmern. Also Freunde, außerdem hat man doch Uber. So, ARD Morgenmagazin wirbt für Tempolimit und erntet Spott für Rechenfehler. Ja, es gab eine kleine Verrechnung. Da ging das also so, ja, mit 50 km/h verbraucht man 10 Liter, mit 100 km/h verbraucht man 20 Liter, mit 200 km/h verbraucht man 40 Liter und so weiter. Freunde, ist natürlich Murks, aber das kann doch mal passieren, kleiner Rechenfehler. Trotzdem erklärt uns Fokus, Wahrheitsmanufaktur, Tempolimit in Deutschland weiter umstritten. Deutschland ist in Europa das einzige Land ohne Tempolimit auf den Autobahnen. Befürworter führen an, eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde sowohl die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, als auch den CO2-Ausstoß senken. Im Zuge der Energiekrise könnten so teures Öl eingespart werden. Gegner bestreiten den Effekt aus Tempolimits und sehen in der Maßnahme eine Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Ja, ja Freunde, wir haben sowieso bald keine Autos mehr, dann interessiert uns das mit dem Tempolimit auch nicht. Die CDU hat ja auf ihrem Parteitag abgestimmt, dass demnächst, ich nenne es jetzt mal Zwangsarbeit für Jugendliche eingeführt wird. Das ist wirklich wahr. Also die CDU möchte gerne ein Arbeitsjahr, ja, für die Menschen hier in diesem Land. Ja, also wer dann so aus der Schule kommt, muss erstmal ein Jahr arbeiten. Böse Zungen sagen, oh, das hatten wir schon mal ab 33. Aber egal. Wissenschaftler aus Harvard und Johns Hopkins fanden heraus, dass... Oh, das lese ich hier nicht vor. Das mache ich auf YouTube. So, der Jean Savage, Grüße gehen raus, schreibt mir hier, der Herr Grupp lernt es nicht. Man soll mal den Trigema-Kanal besuchen. Das Erste, was auffällt, ist, dass brav gegendert wird. Finde ich schon mal gut. Unsere Produktionsmechanikerinnen oder unsere Textil- und Modenäherinnen. So, dann wird mit dem grünen Knopf geworben. Sozial, ökologisch, staatlich, finde ich gut. Und wenn man sich das Video anguckt, strahlen auch gleich walla walla Kopftuch und Hauttyp 6 Menschen an. Das finde ich gut. Liebe Grüße von John. Savage, hast du... Ich lach mich tot. Also John, du bist schon... Ja gut, also Freunde, ich freue mich, wenn Zuschauer, treue Zuschauer, Unterstützer, Weggefährten so genau hinhören, was ich sage und vorlese. Danke. Macht Freude. Ja, hier die Sparda-Bank. Sparda-Bank hat was Neues hier. Und zwar, Sparda-Bank hat... macht jetzt auch ein Werbevideo, ja, Werbevideo, und da ist ein Hauttyp 3 Mädchen und ein Hauttyp 6 Männchen und die beiden so Hand in Hand und alles schön und wir und füreinander und alles toll. Das gefällt mir, Freunde, und da geht's lang, so soll es auch sein. Wirtschaftsweise, nächste Nachricht, hauen Habecks AKW-Plan in die Tonne. Ja, dumm nur, dass die Wirtschaftsweisen nichts zu melden haben. So, die AKWs werden pünktlich zum 31.12. abgeschaltet. Punkt. Aus, Ende. So, bei den Linken wird der Müll vor die Tür gestellt, beziehungsweise entsorgt. Nein, Quatsch, was erzähle ich denn? Bei den Linken, der stellvertretende Linken-Vorsitzende Lorenz Göster-Beutin nannte die Entscheidung der Fraktionsspitze Wagenknecht reden zu lassen ein verheerendes Führungsversagen. Also Sarah Wagenknecht, das ist ja eine, die auf dem rechten Weg ist und rechtsstaatlich und so eine Reden auch noch hält, ja, und Überzeugungstäterin ist und nach ihrem Gewissen handelt, ja, das geht gar nicht. Dann hier. Es ist die Aufgabe der Fraktionsführung, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt, sagte Schirdewan der Funke Mediengruppe. Also Schirdewan ist auch ein Linker, guter Mann. Und der sagt hier, die Wagenknecht darf nicht nochmal reden. Hier, die Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan distanzieren sich von mehreren Bundestagsabgeordneten. Kam Kritik an Frau Wagenknecht, weil sie eine Rede gehalten hat. Und Frau Wagenknecht forderte einen Stopp der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. So forderte sie. So. Böse Zungen sagen, die Frau muss unbedingt in die AfD. Aber gut, okay, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Hier. Die frühere Fraktionschefin warf der Bundesregierung mit Blick auf Russland vor, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unsere wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Mit den Parteiaustritten von Ulrich Schneider und Fabio De Masi hat die Linke zwei bekannte Mitglieder vor die Tür gestellt bekommen. Nein, die sind jetzt weg. Also so, egal. So. Dann hier, gehen wir mal international nach Österreich und damit grüße ich all meine österreichischen Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich war ja neulich, wirklich wahr, ihr wisst das doch, meine Zuschauer wissen das. Ich war ja mit meiner Frau Martina, waren ja in Slowakei, sind dann auch durch, ich hätte beinahe gesagt Tschechei, aber das ist Polen offen, das sagt man nicht. Also wir sind durch die Tschechei gefahren und dann waren wir in der Slowakei und dann waren wir noch in Österreich. So, wir waren auch in Wien, Schnitzel gegessen, ja, oh, ja Freunde, war das lecker. Boah, die haben Preise auf dem Mond, aber ist egal, ja, ist egal. Schnitt, das musste sein, Schnitzel und danach Sachertort, haben wir gemacht, toll.
Wien, tolle Stadt, Österreich, tolles Land. Danach waren wir in Melk. Wir waren in Melk, war total schön. Melk, ja, da ist auch ein Stift, das ist so wie so eine Bastei da oben. Ja, da wunderschön, ja, haben wir auch Bierchen getrunken, war toll. Es war toll, Österreich, toll, ja. Aber ich schwelge, Österreich hier. Regierung setzt auf Mission 11. Was ist Mission 11? Das ist die große Offensive, um richtig Energie zu sparen. Und was macht man da? Man haut ein paar Millionen Euro raus. Ja, kommt ja nicht drauf an. Wien hat ja auch gerade ein paar Milliarden verballert bei Fehlspekulationen. Ist egal. Die Verantwortlichen werden jetzt von der Staatsanwaltschaft gesucht. Man ermittelt gegen Unbekannt. Böse Zungen sagen, nein, die Verantwortlichen sind bekannt. Da sitzen Verbrecher, Dummköpfe, Schwachköpfe, ja, ja. Und die müssen ins Gefängnis, und zwar lange, ganz lange. Ja, aber Freunde, sind böse Zungen. Nein, die Verantwortlichen, wir wissen es nicht. Wir ermitteln gegen Unbekannt. Ja, zig Milliarden. Allein die Stadt Wien. Verloren, Zwecker. Ist doch egal. Ist es ihr Geld? Nein, meins auch nicht. Steuergeld. So, egal. Auf jeden Fall setzt jetzt Österreich auf Mission 11. Was ist Mission 11? Da werden Millionen Euro an Steuergeldern verplempert, investiert in eine PR-Kampagne. Und da wird den Leuten allen Ernstes erklärt, Leute, macht das Fenster zu, wenn es offen ist, verbrennt ihr Energie. Wenn ihr Auto fahrt, verbraucht ihr Benzin. Ja, und wenn die Heizung anmacht, wird es warm, aber kostet Wärme. Und wenn ihr ein elektrisches Gerät benutzt, dann kostet das Strom, das ist nicht gut. Ja, ich habe es jetzt mal überspitzt dargestellt. Also da wird zum Beispiel gesagt, ja, wenn die Kühlschrankdichtung nicht dicht ist, dann verbraucht der Kühlschrank mehr Strom. Kümmer dich drum, ja. Und du kannst auch mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren, du musst nicht mit dem Auto fahren. So, und so weiter. Also ganz tolle Tipps, ja, für die völlig verblödeten Österreicher, die noch nicht mitgekriegt haben, dass wenn man das Fenster aufmacht, ja, dass Wärme rausgeht, so Sachen, ja. Oder wenn die Dichtung vom Kühlschrank nicht funktioniert, dass Kälte entfließt, ja, entströmt und immer wieder nachproduziert werden muss, das Strom kostet. Weil ja die Österreicher an und für sich ja überhaupt gar nicht wissen, wie das funktioniert mit Steckdose und überhaupt. Nein, das muss man denen erklären. Das ist wie mit kleinen Kindern, ja. Fast so schlimm wie mit den Deutschen und Deutschinnen. Die Deutschen kapieren das ja auch nicht. In Deutschland wird ja auch gerade eine riesen Kampagne gefahren. Da steht dann echt wirklich in der Kampagne, in den Plakaten und in den Zeitschriften steht wirklich drin, hier du, ja. Wenn du lange heiß duschst, verbrauchst du mehr, als wenn du kurz heiß duscht. So, ich mach mal international. England, ja. Wir springen von Österreich nach England. So. Today a priceless gold head with a 317 carat diamond and 400 other jewels was driven in a custom-made Rolls-Royce to a 2.5 billion palace, where it was placed next to a gold chair in which sat one of the world's richest men who told 2 million hungry Britons there's no money. Ich übersetze simultan. Heute ja, wurde ein unbezahlbarer goldener Hut mit 317 Karat Diamanten und 400 weiteren Juwelen mit einem handgefertigten Rolls-Royce zu einem 2,5 Milliarden Pfund teuren Palast gefahren, wo es direkt neben einem goldenen Thron platziert wurde. Wo einer der reichsten Männer der Welt sitzt, nämlich Prinz Charles, ja, der 2 Millionen hungrigen Engländern sagt, es gibt kein Geld. Ja, Freunde, hier, da ist er. Freunde, das ist Lebenskraft. Jetzt zeige ich euch ein Bild, der erinnert uns ein bisschen an Frau Merkel in den späten Jahren. Dynamisch, kraftvoll, engagiert, ja. Der Mann strahlt aus hier, da, wie er strahlt, ja. Das gefällt mir, ja. Freunde, aber dieses Königshaus braucht das Geld, das kann man nicht einfach verteilen, geht nicht. So, dann haben wir hier plötzlich und unerwartet Expertinnen und Experten rätseln und haben keinen blassen Schimmer. Bei Google gibt es den Suddenly Dead 2020, 2021, 2022. Das kann ich nur auf YouTube erklären. So, Gepard Edeka, jetzt kommt's hier, Freunde, jetzt kommt der Knaller. Gepard Edeka. Wir suchen einen Mitarbeiter für unseren Getränkemarkt in Vollzeit. Klammer auf, MWD. Wieso denn männlich, weiß und deutsch? Das verstehe ich nicht. Egal. Du bist nicht komplett verpeilt. Du hast die Fähigkeit und kannst eine Kiste Bier von einer Kiste Wasser unterscheiden. Du bist in der Lage, dir morgens eine Stulle zu schmieren. Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals eine Woche krank feiern. Du kannst die Uhr lesen und freundlich guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Du musst nicht alle 3 Minuten eine WhatsApp schreiben oder Insta checken. Insta. Du beherrschst die Grundrechenarten und kannst dich in deutscher Sprache verständigen. Du kannst dir vorstellen, 5-mal die Woche zu arbeiten, ohne gleich am Burnout zu erkranken. Dann bewirb dich bei uns. Wir bieten dir eine leistungsgerechte Entlohnung mit Urlaubs- und Weihnachtsbonus. 36 Tage Urlaub und das Wichtigste,
einen krisensicheren Job in einem Superteam, auf welches wir stolz sind. Du hast Interesse? Dann sende uns deine Bewerbung an Edeka Gebhardt hier. Oder sprich uns direkt im Markt an. Freunde, das sind jetzt aber anspruchsvolle Sachen hier. Also das ist also... Das sind ja hier also Forderungen von Edeka, Freunde. Ich finde, das ist wirklich, also, welcher junge Mensch ist denn da noch motiviert, überhaupt sich zu bewerben? Ja, hier, du kannst dir eine Stulle schmieren, also bitte, eine Kiste Wasser von Bier unterscheiden, ja, hier. Oder beim leisesten Kratzen im Hals machst du nicht eine Woche krank. Natürlich, ja, das könnte doch Corinna sein, ja, da bleibt man zu Hause, da geht man auf Nummer sicher, da schiebt man sich ein Stäbchen bis ins Gehirn, ja, und testet erstmal, so lange, bis das positiv ist, ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja fast schon eine Aufforderung zur Verbreitung von Blandemie, ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Also, hier, du beherrschst die Grundrechenarten. Na, sag mal, was ist denn da los? Ja, da, wofür haben wir denn Taschenrechner? Also Edeka, da sind ja wirklich, also, da geht's lang. Susanne, Sandra, Grüße gehen raus. Und ich grüße mal Margit Rügger. Danke für deinen lieben Kommentar. Und Quelle X7, du musst auch mal wieder gegrüßt werden. Christoph Krall, Grüße gehen raus und Christoph sagt hier, er soll mal schnell 600 Euro im Monat zahlen für Gas, glaube ich. Ja, schön. Thomas Lehmann, Grüße gehen raus. So, neue Umfrage zeigt Annalena Baerbock in Deutschland die beliebteste Politikerin. Ist das toll? Ja, was ist denn erst in der Ukraine? Ja, hoho, da ist sie die Königin, die Kaiserin, ja. So, dann haben wir hier einen Spezialisten. Ich zeige mal das Bild hier, Freunde. Juhu, hier, da ist er. Ah, Freunde, tragt bitte immer diese Maske. Ja, sie kann schützen. Ja, hier, 38 Grad, 8 Stunden Spätdienst. Let's go. Und ja, ihr Heulsusen, ich trage 8 Stunden am Stück die Maske. Gut, auf der Bedienungsanleitung steht eigentlich ein kleiner Hinweis, aber das ordne ich lieber auf YouTube ein. So, mit Edeka war schön, oder? BKA warnt, Bundeskriminalamt. Linke Anschläge auf AKW. Also die Linken planen, linke Aktivisten, Anschläge auf Atomkraftwerke, Freunde, wird schon gut gehen. Die wahre Gefahr kommt von rechts. Ich mahne immer wieder, AfD schlecht, Querdenken schlecht, Reichsbürger schlecht, alle Rechtspopulisten schlecht, jeder, der für Frieden, Freiheit und Liebe gegen die Sanktionen auf die Straße geht, ist rechts. Das ist die größte Gefahr überhaupt, Freunde. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Bundeskanzler Olaf Scholz, ich zitiere jetzt nochmal wörtlich, friedlich seine Meinung zu äußern, das ist eines der wichtigsten Rechte in unserer Demokratie. Wenn Kundgebungen von Extremisten, Querdenkern und Verfassungsfeinden gekapert werden, nehmen wir das nicht hin, denn unsere Demokratie ist wehrhaft. So, Freunde, ich sag's immer wieder, Olaf Scholz, guter Mann, ihr geht nicht demonstrieren. Punkt, aus, Ende, ihr bleibt zu Hause. Regt mich richtig auf. Ihr könnt demonstrieren für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street Day, Kinder, die sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, dann gibt es jetzt was Neues, Animal Generation, für Palästina, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, gegen die AfD und für diese Regierung. Ja, aber doch bitte nicht hier für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen die Sanktionen. Da muss ich doch mal Herrn Scholz recht geben, ja. Denn unsere Demokratie ist wehrhaft. So, was haben wir denn hier? QR-Code auf der Haut. Forscher stellen Pflaster mit Mininadeln vor. Freunde, da geht's lang, das gefällt mir. Tätowierungen sind heute weit verbreitet, dennoch bleiben sie aufwendig und schmerzhaft. Eine neue Erfindung soll das ändern, das Tattoo-Pflaster zum Selbstpieksen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind zahlreich, von bloßer Zierde bis hin zu medizinischen Informationen. So, die Volksbank witzelt über Habeck und knickt dann ein. Hier, die haben gewitzelt, das ist keine Inflation, das Geld ist nur weniger wert. Ja. So, und jetzt hat sich die Volksbank aber entschuldigt. Wir haben heute einen Post veröffentlicht, der lustig gemeint war. Leider lagen wir daneben. Ich fand das lustig, aber egal. Es tut uns leid, wenn sich dadurch einige von euch angegriffen gefühlt haben. Als regionale Genossenschaftsbank sehen wir uns auch weiterhin als Partei unabhängig. Wir wollten weder Robert Habeck persönlich noch seine Partei zu nahe treten und bitten ihn persönlich um Entschuldigung. Wir werden künftig darauf achten, umsichtiger zu kommunizieren. Richtig so. Also Kritik an Robert Habeck wird überhaupt nicht geduldet. Punkt, aus, Ende. So.
Ja, ich hatte über Schwarzstaat gesprochen. Auf Telegram habe ich ein Video geladen. Kommt bitte auf Telegram. Da hat ein Diplom-Techniker erklärt, was ein Schwarzstaat ist. Schwarzstaat ist bei Kraftwerken früher möglich gewesen. Heute geht das wohl nicht mehr. Also heute brauchen die Kraftwerke irgendwie Strom von woanders. Und wenn ein Blackout kommt, dann gibt es gar keinen Strom. Dann gibt es auch keinen Schwarzstaat mehr. Und ja, jetzt informiert mich Mainstream-Allergiker. Er hat ja recht. Das klingt allerdings mehr nach Rassismus, Schwarzstaat. Also deswegen haben wir unsere Kraftwerke auch nicht mehr die Fähigkeit, schwarz zu starten. Sehr gut. So, und Christian Lindner sagt hier, Staat wird nicht auf Dauer die hohen Preise kompensieren können. Könnt ihr nicht machen. So. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen das folgendermaßen. Wir gehen alle pleite im positivsten Sinne, aber wir sind ja nicht pleite laut Habeck. Ja, wir haben halt bloß aufgehört, Geld zu verdienen. Dann können wir nichts mehr bezahlen. Und dann kommt Papa Staat und sagt, kein Problem, walla walla, inshallah, hier hast du das Grundeinkommen. Ja, 1200 Euro, Punkt aus Ende, nimm es. Ja, wofür man das einsetzen kann und wofür nicht, das erfahrt ihr auf YouTube. Staatsanwaltschaft nicht, natürlicher Tod infolge Polizeieinsatz Mannheim Marktplatz am 2.5.22. Das Ergebnis Württemberg seine Ermittlungen vorgelegt hat, mit der Sichtung und Auswertung des vorliegenden Beweismittels und Gutachtens befasst. Es gilt auch zu prüfen, ob noch weitere Ermittlungen notwendig sind. Offenbar besonders aufwendig werden die Ermittlungen geführt. Es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung bei zwei Polizisten. Betont besonders in diesem Fall die Behörde. Weitere beteiligte Polizisten, die sich wohlmöglich ebenfalls zum Beispiel wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht haben, könnten und zum Beispiel dem auf der Straße liegenden Mann die Gabe von Wasser verhindert haben, werden jedoch in keinster Weise von der Staatsanwaltschaft erwähnt und offenbar auch nicht ermittelt. Warum auch? Ja, da ist ein geistig Behinderter, ja, zu Tode gekommen. Da war doch nicht die Polizei schuld, also bitte, ja, also das waren widrige Umstände, kann doch wohl nicht wahr sein. Jan Reiners fürs Grundgesetz ins Gefängnis, ja. So, das beste Deutschland aller Zeiten von Ton Kager. Gehst du als Familienvater auf die Straße, weil du Angst hast, deine Familie nicht durch den Winter zu bekommen, bist du rechtsextrem. Gehst du mit Antisemiten auf eine Anti-Israel-Demo, bekommst du Unterstützung von grünen und roten Politikern. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und schäme mich, das erste Mal Deutscher zu sein. Es ist einfach nur widerlich. Also Freunde, das sind ja wieder Worte hier. Nein, also das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ja, das muss man doch mal verstehen, ja. Neue Asylwelle aus Syrien und Afghanistan bricht über Sachsen herein. Das ist keine Asylwelle, das sind Gäste, die sich bei uns einbringen möchten. Jetzt ein bisschen mehr Offenheit, Freunde, ja? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, sie kommen nachts mit dem Zug, ja? Das ist ja wieder Verschwörungstheorien, ja? Hier, John. Ich bin regelmäßig auf YouTube, ich habe Getter, ich bin im Telegram-Kanal seit 10 Jahren auf YouTube, aber niemals hat es jemand geschafft, mich gleich in 4 verschiedenen Plattformen onzuboarden. Das hat selbst der Reitschuster nicht geschafft. Respekt und danke. Wow, John, danke für diesen Kommentar. Onzuboarden ist ein neues Wort. Er ist bei mir auf 4 Kanälen. Dafür liefere ich doppelt und dreifach gerne. Das motiviert. Vielen Dank. Und Südsee-Girl, du seist gegrüßt. Ja, dann haben wir hier Solidarität. Ja, hier Solidarität bis Ukraine. Eine Bäckerei in Hannover. Eine Kette ist das wohl. Ja, finde ich gut. Das ist Engagement. Finde ich gut, ja. Und jetzt kommt die gleiche Bäckerei an und sagt, hier, Bäckerei soll 1,1 Millionen Euro zahlen. Die Bäckerchefin bei der Arbeit in einer Filiale in Hannover. Ja, wir wollen nicht schließen, wir wollen weitermachen, sagt Katharina Kühne. Ja, ich, bei Hart aber fair, ich würde der Frau vorschlagen, einfach noch ein paar Millionen dieser Pfannkuchen, die woanders Berliner heißen, produzieren und damit das Geld wieder reinholen. Läuft, ja. Es läuft, ja. So, böse Zungen sagen, irgendwann merken einige, dass pseudomoralische Überlegenheit weder satt macht noch vor Frieren schützt. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Festnahme von Monarchie-Gegnern in Großbritannien, Sorge um Meinungsfreiheit. Freunde, Meinungsfreiheit, das sind so Worte. Anwaltsteam von Michael Ballweg legt Haftbeschwerde ein, Staatsanwaltschaft auf Zeugensuche. Ja, Haftbeschwerde, kannst vergessen. Das kannst du vergessen, Freunde. Ja, den Ballweg, den sperren wir weg, das ist auch richtig so. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein hier, dieser Quirulant, dieser Pah, so, Pah, 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 Pah. So, schön, das war ein schönes Potpourri. Ich werde jetzt YouTube machen. Weichgespült waren die Nachrichten. Ich habe noch eine ganz kleine Mini-Bitte an euch. Bitte, wenn es eure Zeit ermöglicht. Bitte. Schreibt doch mal eine Postkarte an Odalf Scholl oder an Robert Habeck oder an Nancy Faeser und sagt einfach mal Danke. Danke, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben. Herr Steinmeier würde sich auch freuen, der hat ja unlängst gesagt, wir werden viele Obdachlose kriegen. So hat er gesagt, ja, hat er gesagt. Gut, aber immerhin, er nimmt sich dem Problem an und spricht drüber, ja. Und daneben müssen wir was, denn
Nicht fragen, was der Staat für dich tun kann, frage, was du für den Staat tun kannst. Und jetzt seid ihr gefordert, bitte sagt einfach mal Danke. Ich nenne in Berlin gerne das CDU-Bürgerbüro Uhlandstraße Ecke, was ist das? Uhlandstraße Ecke Hohenzollerndamm. Da kann man mal reingehen und Danke sagen, höflich. Da ist ein Bürgerbüro, ja, da steht auch dran, ja, Stentwis Ukraine. Einfach mal Danke sagen. Und das kann man jedem anderen Büro von Parteien auch gerne machen, zum Beispiel von der CDU, CSU, FDP, Grünen und von den Linken. Bei den AfD-Bürgerbüros würde ich an eurer Stelle nicht reingehen, weil die sind rechtsstaatlich und auf dem rechten Weg. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, und also unterstützt diese Regierung. Wählt bitte bei der nächsten Wahl, es stehen ja wieder einige Wahlen an, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und oder die SED, am besten alle gleichzeitig. Unterstützt sie und wenn ihr demonstrieren geht, macht das bitte auch mal für die Regierung. Einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen. Und wer sich jetzt gerade Sorgen macht zu Hause und sagt, oh ja, mit der Stromrechnung, mit der Gasrechnung, mit den Lebensmittelkosten, ja, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, Freunde. Ich zitiere Herrn Kretschmann. Man muss nicht ständig duschen. Es reicht ein Waschlappen. Es kann so einfach sein. Und ich zitiere Karl Lauterbach, der sagt, man muss sich auch nicht ständig die Zähne putzen. Ja, so, und der ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es auch mit weniger oder sogar gar nicht geht. Ja, einfach mal kräftig Luft holen, ja, aber nur mit FFP2-Maske und dann ist das von ganz alleine sauber. Ist alles in Ordnung. Zumindest riecht das Gegenüber nicht, dass es nicht sauber ist. Also Freunde, wir haben so viele Möglichkeiten. Nicht heizen, zieht euch einfacher Tipp, Unterwäsche an, darüber einen Schlafanzug, darüber einen Jogginganzug und dann eine dicke Winterjacke oder einen Wintermantel, ein paar dicke Schuhe und eine Mütze und Handschuhe. So, und dann braucht ihr auch nicht zu heizen. Ganz einfach. Ihr müsst auch nicht kochen. Ja? Man kann die Sachen auch kalt essen. Es geht auch viel schneller. Zack, ist das im Magen drin. Punkt, aus, Ende. Wir brauchen auch kein Licht. Es geht alles auch ohne Licht. Ja? Dann findet man sich viel besser zurecht. Denkt doch mal an die ganzen blinden Menschen in diesem Land. Ja? Die brauchen auch kein Licht. Also, ja, seid doch mal ein bisschen solidarisch mit den Blinden. Wer braucht Licht? Ja, so. Hier, guckt es euch an, wie schön das ohne Licht ist. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Bin ja auch im Bundestag. Hier gelten andere Regeln. So, also. Das war meine Bitte, meine Mahnung an euch. Unterstützt die Realitätstheoretiker von der Regierung, unterstützt die Nichtrechten, also die Unrechten. Und hört nicht auf diese Verschwörungstheoretiker, sondern nur auf die Ignoranzpraktiker, die auch bei ARD und ZDF zu finden sind. So, und jetzt kommt was Wichtiges. Ich habe da seit einigen Wochen, Monaten bei mir mit eingeflochten, weil ich immer wieder lese, dass dem einen oder anderen die Hutschnur platzt und der ein oder andere depressiv ist oder nicht gut drauf ist, im Krankenhaus ist oder gerade raus ist, krank ist. Und so weiter. Bitte, 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 wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr krank seid, werdet schnell wieder gesund, denn wir brauchen euch. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und weiterhin voller Tatkraft. Es ist alles gut, wir müssen da bloß noch hin. Es dauert noch ein kleines Momentchen. Jetzt fragen wir mal da oben den Herrn Pressel, er wird uns das bestätigen. Wenn er zu uns spricht, bestätigt er uns das, dass alles gut wird. Ey, also, schneller geht's doch gar nicht, oder? Ha? Ja. So einfach geht das. Also, alles gut. Herr Pressley hat es bestätigt. Ah, Freunde, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Kanal schaut, euch die Zeit nehmt, dass ihr mir auch Kommentare schreibt. Wir machen heute mal einen Kommentarrekord. Jeder, der es gerade gesehen hat, schreibt mir einen netten Kommentar. Ich freue mich drüber. Und eine positive Message. Danke dafür. Und wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, dann danke ich euch von Herzen für eure Unterstützung. Davon lebt mein Kanal. Das motiviert und hilft. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt munter weiter. Ich grüße euch ganz lieb von meinem Hausmeister Bruno Pete. Der kommt bald wieder. Feste Zusage. Liebste Grüße von Kevin Heinzelmann, meiner Schwupp in der Buchhaltung. Permanent im Homeoffice ist auch hier der Arbeitsplatz von Kevin. Kevin grüßt. Kevin ist gerade in Frauendorf bei seiner Frau Sebastian, ja, der verheiratet. Und die allerliebsten Grüße von Jerome Schmidt, meinem achtmal, kann ich hier nicht sagen, Schwager. So, und jetzt kommt der wichtigste Gruß überhaupt von meiner Frau Martina, die alle eure Kommentare, die meisten jedenfalls mitliest und sich immer freut, wenn sie gegrüßt wird. Sie grüßt euch. Und wir machen jetzt munter weiter. Jetzt kommt die wichtigste Botschaft. Alles ist gut, wir müssen aber noch hin und ich hab euch lieb. Es ist so. Wir machen weiter. Heute kommt der digitale Chronist. Da mache ich wahrscheinlich noch ein kleines Video. Ist wirklich wahr. Ja. Wir haben Donnerstag immer Redaktionssitzung, kann man sagen. Da versuche ich den immer noch so ein bisschen auf links zu drehen. Schwierig mit dem Mann. Sehr schwierig. Es ist schwierig, aber ich bleibe dran. Freunde, hab euch lieb. Knabe ich mal raus hier. Die Orden machen schon was her, oder? Ja.